Yo, 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 servus! Mein Name ist SelectorKnallen und ich darf willkommen heißen zu einem weiteren Part in der Arena. Heute wieder mit einem Premier Draft in der neuen Expansion Adventures in the Forgotten Realm. Und ich würde sagen, wir starten mit Pack 1, Pick 1, sobald unser letzter Gegner ready ist. Was haben wir denn? Komm, lass mal hier uns die vorletzten. Da ist der Gegner, komm. Ja, komm. Will der mich echt cutten lassen? Gleich nach dem Video, nach nicht mal 50 Sekunden. Was für ein Unehrenmann. Oh mein Gott. Ich glaube, wir brauchen nur ein Table. Das, nachdem ich so schön anmoderiert habe. Ja. Last mit Ready Drücker? Nope. Ich glaube, ich lasse es einfach mal drin. Und dann sehen wir uns bei Pack 1, Pick 1. Alright, Pack 1, Pick 1. Wir haben hier das Rare Warpel Sword. Eine. Immer außer plus 2, plus 0 Death Touch. Schon mal nice. Und die Alternative Wincon ist halt auch. Okay, kann man auf jeden Fall machen, ne? Abseits davon. Das Blazer Beast ist, glaube ich, ganz nice. Ja, kann man auf jeden Fall spielen. Precipitous Drop ist auch nice. Find the Path ist auch voll okay. Der Druid ist nice. Fireball ist gut. Containment ist nice. Removal. Battlehammer. Each creature gets plus for each equipment. Ja, kann man auf jeden Fall auch spielen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal die Rare. Das ist einfach alte Rare Drafter. Und Death Touch ist ja nie verkehrt. Hier haben wir Volo Guide to Monsters, aber ich finde den Limited okay. Ich glaube, der kann schon broken sein, don't get me wrong. Wir haben einen Grim Banderer oder den Drop, aber ich glaube, Grim Banderer ist ein guter 2-Drop. 5-3, Casual, jupp. Battlecry Goblin. Goblins Crew get plus 1, plus 0 and gain haste until end of turn. Der ist eigentlich schon krass, ne? Vor allem das 2-Drop. Ja, komm. Wollen wir Rectus Goblins? Ah, der ist auch ein Goblin vor allem? Ja, nice. Sorcerer's Class. And is the battlefield. Draw 2 cards, then discard 2 cards. Creatures you have. Okay, whenever you cast an instant or sorcery spell, wahrscheinlich wird es kopiert, oder? Nee, equal to damage. Ja, ist nicht schlecht, gebe ich zu. Aber ich muss sagen, Reclusive Painter ist auf der anderen Seite auch nicht schlecht. Und der ist auch nicht schlecht. Ah, Painter ist hier schon der Pick. Vor allem, weil wir schon die Farbkombination haben. Rector ist sowieso übertrieben gute Farbkombination in diesem Set. Wenn nicht sogar die beste. Nehmen wir den Battlehammer. Ansonsten haben wir hier nicht viel. Wir haben einen Niveau Intellect, wir haben eine Dungeon Map oder den Brazen Dwarf, aber Brazen Dwarf ist halt in Blau-Rot am stärksten, deswegen gehen wir für die Dungeon Map, hilft uns ein bisschen beim Rampen. Da ist der Horde Robber. Besser ist kein 2-Drop, I guess. Ist eine feine Karte, so verstehe ich mich falsch, aber ich glaube, in dem Archetype, das wir picken wollen, ist er nicht ganz nice. Die Karte, auf die wir auf jeden Fall sehen wollen, wäre die rote Uncommon, You See a Pair of Goblins. Heißt die, glaube ich, die wäre insane gut für uns, vor allem in Kombination mit Battlecry Goblin. Dann werden wir glücklich. Aber Dungeon Map ist gar nicht schlecht. Nicer Mana Sink. Und ja, ich glaube, wir versuchen einfach eine lowe Curve zu halten und einfach versuchen mit Aggro unseren Gegner in die Knie zu zwingen. Das heißt, billige Kreaturen, zum Beispiel der 3-3 Haster für 2 Rot und ein Color, das wäre ganz fein. Skeleton kann man sich auch überlegen. Ice of the Holder ist nice. Ah, was haben wir an Dice Rolling bis jetzt? Gar nichts, ne? Naja, dann nehmen wir das Skeleton. Eine feine Karte.
fast ein bisschen zu teuer für das, was wir vorhaben, aber im Four-Drop kann man eigentlich immer spielen, da macht man nichts verkehrt. Wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht mehr als ein Five-Drop haben. Okay, Shambling Guest gegen Boost Boots of Speed. Ich glaube aber, dass der Shambling Guest hier unser Play ist. Einfach wieder für Ramp. Synergie super mit Kailin. Schauen, ob Wobble Sword some work hier macht. Ist das unser Pack, mit dem wir gestartet sind? Ja. Dann werf die Uncommon for the world. Ich glaube, wenn ich so lese, ne, habt ihr gar nichts davon, aber ich mache das halt irgendwie oft, wenn ich schnell was lesen muss. Und ja, Starter Brawl ist gar nicht so schlecht für unsere Taktik, aber das kann halt UC a pair of Goblins auch. 50 feet of rope. Target Wall can block this turn. Target creature doesn't untap during its controller's next untap step. Venture into the dungeon. Okay, kann man machen. Ist besser als Great Axe wahrscheinlich schon. Mach jetzt mal hier rein. Da haben wir noch eine Dungeon Map. Weiß nicht, ob wir zwei haben wollen, aber ich pack's hier mal herein. Jetzt habe ich die Karte ganz gerne. Ich hatte sowieso vor, die zu picken, wenn sie mir noch einmal untergekommen wäre, aber gegen wen muss ich denn entscheiden? Ich glaube, gegen Gaston. Gaston fand ich da doch ein bisschen besser. Und da wäre Drazengrowth. Können wir auch mal reinpacken. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Würfelsynergien. Oh mein Gott. Das ist halt eine Premium Rare. Und da ist der Sellsword, der ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, in unserem Fall ist die Removal hier das Beste, was wir machen können. Wir haben auch eine gute Chance, dass Sellsword wield, so ist es nicht. Ah, ich mag Boots mit dem Horde-Robber ganz gerne, weil eine 2-3 ist schon schwieriger zu blocken. Aber ein paar mehr Goblins würde ich nicht verneinen. Muss ich kurz einen Goblin. Fireball ist ganz nice, aber Cube ist natürlich Premium Removal für uns. Dem ist ein Removal und eine Creature. Das passt. Glaube Goblin Morningstar. Ja, why not? Sellsword gegen den. Ich glaube, wir nehmen den Kollegen hier. Sage, wir wollen ja auch schnell agieren können. Sonst wäre es kein Premium-Pick, aber den wir auch den Kollegen hier haben. Aber das kann man halt auch mehrmals triggern. Schade, dass es kein Static-Effekt wäre, das wäre ein bisschen zu broken. Und auch viele kleine Kreaturen um den Grimmanderer. Schnell zu casten. Da bieten sie halt One-Drops an. Noch ein. Was sind einige gute Karten dabei? Ich glaube, ein bisschen Treasure schadet nie. Eine gute Karte, der Ogre. Also, ich habe ihn ganz gerne. Ah, hier ist wieder nichts Krasses, ne? Ja, Vampire Spawn, was wir in echt brauchen würden. Ja, das ist halt immer das Problem bei Schwarz-Rot, dass das natürlich viele Leute haben wollen, weil es halt echt ein verdammt gute Kombi ist. Aber unsere 14 Karten sind soweit so gut. Und
Der ist eigentlich ein guter Pickup. Aggressive Karte. Warum kannst du kein Goblin sein? Der Karte wird sogar noch was bringen. Ja, aber der ist nice. Nicer Two-Drop. Schön aggressiv. Macht Spaß und ist fair. Was eigentlich Hellfling für eine Typenklasse? High Attacks Blade. Ja, ich will ihn nicht unbedingt main decken müssen. Nicht in dem Deck. Klar, wir sind Rakdos Treasure, kind of. Da passt da ganz gut rein. Das ist auch eine Karte ziehen. Aber man muss der Treasure opfern. Wobei in Kombination mit Kalin ist es eigentlich ganz gut. Was laber ich? Spike Trap, Pit Trap. Ja, ich glaube, das ist sogar eher unser Play statt den Herald. Falls wir Removal brauchen würden. Horde Robber, die zweite. Oder Check for Traps. Ich glaube, Check for Traps einmal schadet nicht. Okay, noch ein Pack. Deadly Dispute, ehrlich gesagt, den nehme ich. Können Shambling Guest opfern, können richtig hart rampen damit. Und jetzt wäre noch. Ein paar Goblins wären halt schon noch eine feine Sache. Ich sehe Bär auf Goblins, wäre natürlich das Beste. Okay, wir sind Rider. Never Rider, dies Combat Damage. Ja, yep, der ist nice, vor allem mit Death Touch. Ja, sehe eigentlich keinen Reason, den nicht zu nehmen als Curve Topper. Mehr als 5 will ich irgendwie nicht raushauen. Das zweite Mal Sorcerer's Class, lul. Okay, hier haben wir den. Hier ist der zweite 5-Drop, der ganz nice wäre. Weil wir haben halt schon einige Kreaturen, oder? 12, naja, so viel ist es auch nicht. Improvised Weaponry. Ich glaube, das ist hier eher unser Pick. Weil ich nicht wirklich eine unserer Kreaturen opfern will. Oh, hier wäre eine gute Karte. Wäre noch ein Goblin, aber Dragonfire gegen Fireball. Ich glaube, ich nehme mal Dragonfire. Wenn ich ehrlich bin. Einfach weil es cheap ist. Wir wollen die Kurve ja low halten. Und auf 5 mit Rider alleine wäre ich schon zufrieden. Spinnenelfen, wie ekelhaft ist das überhaupt? Ich habe ja Arachnophobie leider. Irgendwann in den Teenagerjahren bekommen, lustigerweise. Als Kind hatte ich das nicht, aber inzwischen habe ich ja so vor, sobald eine Spinne eine gewisse Größe hat, ist mir Grip. Solange ich sie schnell erschlagen kann, geht's. Ein zweites Dragonfire. Das sind halt jetzt echt low on creatures, ne? 12 immer noch. Aber Dungeon Map können wir theoretisch rauspacken, damit hätte ich kein Problem. Wir haben leider nicht die Pair of Goblin, aber das Ding ist, der Kollege kann immer noch selber Goblins machen. Da wäre ein Free Drop, nehmen wir. Leider auch ein Dwarf, warum sind die alles Zwerge? Was sind die Goblins? Ja, Dungeon Map machen wir mal raus. Sehe ich uns nicht spielen. Als nächstes würde ich auch Check for Traps wegpacken, wenn wir dafür eine Kreatur bekämen. Oder ja. Check for Traps. Goodbye. 23 Playables passt. Ich kann mir halt vorstellen, mit 16 Ländern zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Von daher. No hate. Hexblade. Gegen Javeline hier. Gegen Dueling Reaper. Ich glaube, der Hexblade ist es. Swarming Goblins, danke. Das ist sogar ein 5-Drop, einen zweiten, den ich mit Handkuss nehme. Einfach weil er halt mehrere Goblins macht für uns. Und ja, ist nicht das stärkste Rakdos-Deck, das ich bis jetzt gesehen habe. Hier war nochmal ein Hoarding Ogre. Was könnten wir dafür rauspacken?
Mein Javelinier raushauen jetzt dafür. Okay, Rare Draft, let's go. Trickster's Talisman. Ich werde nicht drei Ogre spielen. Wailer's Singer wäre auch okay. Ein zweites Mal. Ich glaube, das Skeleton können wir rauspacken. In den Case. Und ein Higher Tax Blade eigentlich auch noch, ne? Ja. Wir können mit 16 Ländern spielen, das würde passen. Farben. Okay, der war auch noch ein Playable theoretisch, ne? Wir hatten hier Mountain. Wir hätten noch einen Blundering Barbarian. Hätten wir noch theoretisch zur Verfügung. Wir haben halt gute Removal. Zumindest early. Mit. Also auch hier late mit dem Cube. Aber einmal Weaponry ist nice. Hilft auch beim Rampen. Dragon's Fire ist nice. Und sonst haben wir Death Touch en masse. Überlegen wir gerade. Wollen wir noch einen Barbaren? Was backen wir dafür raus? Achso, 16 Länder will ich. Ich will da jetzt nicht drunter gehen. Wardrow mit Death Touch ist halt nice. High-Tech Split kann man machen. Green Banner ist gut. Wollen wir ihn rauspacken? Ist halt ein Goblin. Der den Kollegen hilft, ne? Halten halt immer ihn. Und da eine Bots und da mit dem Morgenstern was. Ich glaube, wir packen ihn aber trotzdem raus. Ja. Ja, was haben wir jetzt am One-Drops? Dich. Ja, brauchen keinen vierten One-Drop. Da habe ich dann lieber einen Token mehr. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im ersten Kampf. Okay, wir sind am Draw mit einer guten Hand, glaube ich. Im Shambling Guest, wir haben. Okay, er hat Wall of Glass. Okay, das geht. Wird nicht schlimmer sein. Im Shambling Guest, wir haben Fort Rover. Wir können. Ah, Drop können wir gar nicht spielen. Oh. Okay, bitte unter 10. Obviously kriegt er die 15. Ganz casual. Greif mal an. Wenn der Gegner geblockt hätte, hätten wir den Grim Banderer gespielt. So können wir Horde Robber spielen, der den Goblin auch blocken kann. Release Fire, okay. Okay, unser eigener Morgenstern. Wir spielen einfach den Wailer Singer, pumpen unseren Shambling Guest, greifen an. Das ist ein Aggro Deck. Und ja, wir haben Removal für nächste Runde. Wir können Barbarian spielen, notfalls und ein bisschen rampen. Look at the top three cards of your library. Put one of them into your hand and the rest into your graveyard. Okay. Ich schaue, ob er einen One-Drop zieht oder ob er irgendwas nächste Runde spielen will. Vor allem, was wirft er weg? Zwei Removal Spells. Scary. Okay. Wir können hier Barbarian spielen. Und einen Token machen. Angreifen. Er double blocked. Wir wollen auf jeden Fall den loswerden. Den Banderer spielen und sagen go.
Okay, krieg auch noch einen Goblin, das passt. Deadly Dispute. Ja, greif mir an. Blockt hier und blockt hier, das ist perfekt. Minus 1, minus 1. Precipitous Drop. Ihn hier raus. Venture. Painter ist perfekt. Können nächste Runde Painter und Morningstar spielen. Können mit dem Grim Banderer angreifen. Oder auch nicht, weil er jetzt droppen wird. Es ist super likely, dass der Gegner Removal hat. Ja. 2. Fügt sich auch 2 Schaden zu. Das passt aber. Und wir gehen auf 4 Endstep. If a creature died this turn, each opponent loses 3. Okay. Morningstar. 19. Hübsch. An. Ich glaube, ich sage ihn blockt. Ja. Ja, Deadly Dispute. Oh. Nett. Das wird dann eine 5-5, ne? Yes, please. Noch mal Removal hat. Wer bitter, falls so ist. Okay, ist nur der Goblin. Der geht fit. Startet sein Ogre aus, schätze ich mal. Den Goblin aus, okay. Greif mir an. 15. 2 Treasure Token. Wunderbar. Bringt Fire auf den Block. Das heißt, den Double Block funktioniert hier nicht. Ich spiele einen Battle Cry Goblin, weil warum auch nicht? Müssen Reclusive Painter ausnützen, solange er am Feld ist, aber er hat jetzt gerade für sehr viel Value gesorgt. Der Gegner hat nur noch eine Karte in der Hand. Oh, das ist aber der Kollege. Bei wen zerstört er? Ich glaube eher, dass er für den zweiten Effekt geht und Karten zurückholt. Er hat für 2 bezahlt. Ihr holt da zurück. The Battle Cry Goblin. Oder was war da noch? Okay. Oder der Hop Goblin Cap. Oh, der wäre auch nice gewesen, ne? Den zu draften. Turn. Nice. Sind am Draw.
mit einer guten Hand. Wir haben hier potenziell Rangfires Removal. Dann können wir Turn 3 den Barbarian spielen. Turn 4 den Hexblade. Und eine Karte ziehen. Ja, genau. Mit einem Slow Start Evolving. Okay. Hat Evolving war jetzt nicht raus direkt. Kann man machen. Limited ist nicht so sinnvoll. In Standard ziehe ich es in Grind. Und sagen. Oh, Gegner hat ein Dice Deck. Wie soll es auch anders sein? Okay. Treasure Map. Spannend. In der Tat spannend. Ja. Kann ich meinen Red Rider auch rausnehmen? Das mag ich nicht so. Poppt mein. Ne, er macht es eventuell. Ich dachte, er wird meinen zerstören. Aber ist okay. Hm. Hier, perfekt. Oh! Achso, okay. Die Karte muss nicht unbedingt mehr das. Nice. Noch Wheeler Singer, weil er greift hier 4 Damage an. Das ist nice. Ja, wir haben immerhin 2 potenzielle Targets für seine Trap. Mhm. Mhm. Stört er jetzt die Boots? Ja. Macht er schlau. Target für genau das wollte ich nämlich erreichen. Da können wir Rider nämlich for free spielen. Das heißt for free. Können Rider spielen, ohne dass wir vorerst Angst haben müssen vor Removal. Ich kann auch alle Länder gleich spielen, bevor er irgendwie einen Discard-Effekt hat. Eine schmackofatzige 1. Gleich hohe Chance für die 20. Wollen weiß. Wenchert kann jetzt auch hier vorerst nur scryen. Oh, da geht sogar für den fetten Dungeon. Okay. Nein, er kann zweimal venturen pro Runde, ja. Aber ist trotzdem wild. Attack, attack. 11, perfekt, ein Damage mehr. Nimmt man mit Handkuss. Rider macht einen Token. Und wir können Hot Rob auch nochmal ausspielen. Ich glaube nicht, dass er einen Board Wipe hat. Mir fiel nur der schwarze Board Wipe ein. Und der triggert erst eine Runde nach dem Casten. Von daher sollte mir das safe sein. Gegner Ventured. Zeig ich Can't Attack. Okay, ja, sehe ich. Scry 2. Er verliert aber trotzdem 6 Damage. Okay, mit einer. Was brauchen wir? 10 oder 11? Mit einer 10 wäre schon soweit. Leider nur eine 2. Lol. Unexpected Will, okay. Bräuchte noch ein Land, damit er beide Dungeon Maps triggern kann. Macht aber nichts.
Tour weg. Good game. In der Tat. Okay, Spiel gegen Igor den Eroberer mit einer guten Hand. So, wieder ein bisschen Heavy on Lands. Wir haben Removal, wir haben Horde Rubber into Wailer Singer. Allgemein Horde Rubber am Play, natürlich immer eine schöne Sache. Wilds Start fürs Gegner. Fühlt sich hier okay. Wird immer besser die Hand. Wenn wir jetzt mit Horde Rubber Damage reinkriegen, haben wir Swarm von Goblins und Curve. Portable Hole. Oh no. Oh no. Ich denke, ein Artefakt. Ja, ist ein Artefakt. Okay, Wailer Singer kommt. Gegner ist bis jetzt rot-weiß. Also ein Equipment Deck, maybe. Attack. Nochmal Removal. Magic Missile, okay. Tag hier. Und zwar mit Goblins. Bitte eine 10. Never lucky, sag's euch. Lass mir mal venturen. Aber eine 7-3 Trampler will ich nicht unbedingt hier vor mir haben. So können wir auf jeden Fall verhindern, dass er tradet. Besser for free traded, so. Ja, why not? I guess. Nicht so ein Hoarding Ogre into Equip. Das ist ziemlich nice. Ziemlich coole Combo mit den Boots. Don't bring a Cleric. Kann kein Artefakt zerstören. Singer, das heißt, jede Kreatur von uns wird seine rausnehmen. Attack mit allen. Kriegt zumindest ein Treasure Token, das heißt, wir können das Schwert auf jeden Fall auch noch spielen. Oder zwei Treasure Token, nice. Gegner muss fast, ja, Gegner muss blocken, sonst wäre das Lethal. Ja, eine Kreatur mit 4 Damage bist du blocken. Außer hast du einen Combat Trick, der nur für Wailer Singer reicht. Ja. Nur ein Trade. Equip sparen wir uns jetzt an der Stelle, weil wir den Token aufsparen wollen. Gegen den Dorf, nice. Okay, auf geht's gegen den Sushi-Roboter. Wir haben ja Interaction. Ein drittes Land wäre perfekt. Aber Goblin Morningstar ist potenzielle Kreatur. Dragonfire ist eben als Removal early ganz nice. Mit dem dritten Land haben wir Weaponry, was automatisch den Ogre quasi enabled, weil das uns ein Mana in Form eines Treasure Tokens gibt. Und schreibt Hello. Hello. Da ist auch das dritte Land. Perfekt. Und bitte 18. Perfekt. Das heißt, wir haben hier gleich eine Kreatur gratis bekommen.
Wailers Singer. Haben den Goblin. Greifen wir an. Gegner scheint kein Dragon's Fire zu haben. Das ist gut. Seinen eigenen Wailer Singer. Würde ich hier aber nicht blocken. Ich glaube, ich spiele jetzt ein Ogre. Und entferne dann seinen, wenn er jetzt angreift. Dann können wir danach den Blocker entfernen, den er danach spielt. Oder gibt es hier. Ja, okay, dann spielen wir, glaube ich, Dragon's Fire. Barbarian. Wieder Treasure Token. Ich glaube, ist egal. Für einen Weiß kann einen Angriff, glaube ich, nicht verhindern. Greifen dann. Nicht so eine Swarming Goblins. Half-Elf Monk. Tag. Weaponry. würde ich gerade mehr equippen sollen, aber ich glaube nicht. Ich würde lieber Deadly Dispute aufsparen wollen, sollte jetzt Removal haben. Okay, Priester, von mir aus. Ein Toughness hilft ihnen halt nichts gegen den Morningstar. Noch ein Priester, okay. Okay, ja. Swarm Goblins. Und jetzt eine 10. 20, ouch. Das, ja. Schön. Okay, wir sind am Play. Am Draw, pardon. Mit Reclusive Painter into Battlecry Goblin into Cube, ja. Morningstar auch eine gute Karte. Mal mit Swamp. Wenn wir potenziell E2 brauchen für den Cube. Da ist es auch schon. Das heißt, wir können nächste Runde Cube spielen mit einer +1/+1 Marke. Yes, und sein Spy Snack Crappen. Mag ich gerne. Das schmeckt besser gerne. Bin kein Fan der blau-schwarzen Unblockable Decks. Two cards, okay. Okay, was wollen wir discarden? Wailer Singer und den Swamp. Ouch. Schauen wir mal an. Ich glaube, ich will zu einem Battlecry Goblin. Nee,
Mach mal nichts, weil eventuell will ich den Spy einfach removen. Check for traps. Use the hand. Choose another. Ja, kann er gerne machen. Ich denke, er nimmt die Battlecry Goblin. Aber nachdem muss er Swarming Goblins eh wechseln, ist der nicht mehr so krass impactable. Okay, der Ogre. Ich wollte gerade sagen, für den Moment ist Battlecry Goblin vielleicht besser. Achso, ich kann mir das nicht mal leisten. Okay, das war ein Fehler. Das war jetzt ein Denkfehler. Ja, komm. Treasure Token. Attack. Okay, er kann nichts machen. Das ist ein bisschen döf für ihn. Hier Payment Pressure. Können den Battle by Goblin selber Haze geben. Und ich glaube mit allen angreifen. Ist das der Play? Ich glaube ja. Kriegen noch einen Goblin dazu. Block. Okay, wir stehen 6-2. Schauen, ob wir den Draft nach Hause holen können. Wir haben auf jeden Fall Shambling Guest und Deadly Dispute into Cube. Wahrscheinlich die beste Hand, die man sich mit dem Deck wünschen kann. Most likely. Tag. Ich glaube, unser Gegner jetzt einen Fred spielt oder nicht. Gegner auf jeden Fall auch Rakdos, also der Gegner steht ja im Normalfall immer gleich wie wir. So, ja, wir machen das einfach mal. Das ist ein Treasure Token. Oh, okay. Das ändert den Plan ein bisschen. Tag. Jeder nimmt die 6 Damage, okay. Weder Singer kann den Spawn blocken. Skeletons, okay. Kauf man. Schau, ob er für den Venture tradet. Wäre ich fein mit, weil wir haben genug Gas in der Hand. Nicht so eine Swarming Goblins. Mhm, blockt. Nice. Für einen Scry würde ich mal schätzen. Yep. Der Bottom, das sehe ich gerne. Wo ziehen Treasure? Jupp. Ich sehe hier kein Fred. Ja, hol den Wähler Singer, damit er nicht vom Spawn blockt werden kann. Kriegen 2 Token. Ja. Swarming Goblins. Bitte eine 10. 3 leider nur. Ein Turn. Ich könnte theoretisch den Rogue spielen, der will nochmal pressuren, aber ich glaube Cube ist overall besser und ich brauche die Tokens eben für schwarzes Mana.
Gegner scheint Removal zu haben. Drangsfire. Grim Bounty, okay. Daran habe ich jetzt zuerst nicht gedacht, weil er nur einmal schwarz hatte. Aber natürlich hat er auch den Treasure Token. Okay, das Double Black für uns. Ich spiele den QB Boy. Noch gleich den Rogue dazu. Dann go. Auf den Cube, ja, hat er gut gemacht. Ich habe noch einen zweiten Block heraus. Ne, Removal. Nochmal Grim Bounty, würde ich jetzt vermuten. Jupp. Back. Nice. So, wir haben es gemanagt bekommen. 7 Wins zu holen. Wir schauen nochmal kurz übers Deck drüber. Weil... ich meine, wir hatten nur eine Rare, oder? Jupp. Ah, zwei. Nevermind, wir hatten noch das Wählersort. Genau, mit zwei Rares, also Rakdos auf jeden Fall mächtig. Wir hatten auch super viele normale Commons. Also nicht mal Uncommons. Hier hatten wir eine. Das alles normale Commons. Nichts Besonderes. Der ist mal noch ein Uncommon. Hier noch die. So, Goblin, Battle Cry Goblin. Super geile Karte. Da war auch nochmal ankamen, die auch. Kerlin auch super Work gemacht in dem Draft. Ryder kam leider ein bisschen zu kurz. Wailer Sword hat mir, glaube ich, auch nur einmal. Aber sehr Gucci. Wir holen uns jetzt unsere Preise und cracken some Packs. Und Kaltheim Booster noch von unserem Mastery Pass. Hier haben wir Avalanche Caller. Sehr gute Karte. Frostbite kann man natürlich immer packen. Packen. Was bekommen wir hier Schönes? Pack one, pick one. Grassy Legs, sehr coole Karte. Kam leider noch nicht dazu, sich selber zu picken, aber musste schon ein paar Mal dagegen ran. Und ja, Card Roll Limited halt immer insane. Black Dragon kann man auch zocken. Sonst bin ich aber hier auch großer Fan vom Priest. Ach, Booster haben wir Neues. Demelik oder Demelish. Fun Fact, also mein Arbeitskollege, ich weiß nicht, ob das direkt stimmt, aber der meinte zu mir, dass das die teuerste Karte ist im Set, wenn es darauf, wenn es um die Prinz ankommt. Also der ist um die 30 Euro oder so wert aktuell. Und ja, wusste ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Er meinte, er versteht es auch nicht, weil den Effekt, dass man eine Karte oder eine Sorcery Instant aus dem Friedhof kriegt, das ist halt nicht so selten und jetzt, das geht auch anders und potenziell vielleicht sogar leichter. Bei Copy It, okay. Die Line ist vielleicht noch interessant. Ja, sehr spannende Karte. Das ist auch aus dem D&D-Universum direkt, was ich so gehört habe. Ansonsten Back of Holding. Ja, ich habe die noch nicht in Action gesehen und traue mich selber nicht so ganz, die Karte selber zu spielen, aber ist auf jeden Fall interessant. Paladin Class, sehr gute Karte. Und die hätte ich gerne im Draft gehabt. You see a pair of Goblins, wäre es Sinn gewesen, wenn wir entweder Goblins kriegen oder unseren Squad boosten können. Hier sehen wir nochmal Boots of Speed. Ist kein First Pick, aber wie ihr gesehen habt, den Aggro Decks auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und auch Dueling Rapier kann ein bisschen als Combat Trick dienen und auch notfalls den nötigen Damage für Lethal forcen. The Deck of Many Things. Oh, ich habe schon wieder Roll D20 and subtract the number of cards in your hand. So, das ist hier, okay. Turn a card at random from a graveyard to your hand. Draw two cards. Put a creature card from any grave
Graveyard oder Battlefield. Die Karte ist eigentlich nice. Vor allem nicht mehr so teuer. 5 und dann 2 und eigentlich hat man fast immer Upside. Kann man auf jeden Fall picken. Und der Guild Thief ist auch ganz nett. Ja. Weil man ihn pumpen kann und dann kann er halt am Blocker werden. Nicht schlecht, Herr Specht. Treasure Chest komplett useless leider. Chaos Channeler ist eine ganz nice Karte. Das ist natürlich Wailer Singer. Kann es ja viable sein. Dungeoneer auch eine feine Karte in Weiß. Inferno of the Star Mounts. Sehr coole Karte. White Dragon auch nicht zu verachten, aber hier natürlich easy die Mythic Rare First Pick. Frogmoth, den habe ich glaube ich im Pack Opening gehabt. Whenever Frogmoth is combat damage to player, exile up to that many cards from your graveyard. Put a plus one counter for each creature card exile this way. Ja, ganz cool eigentlich. Trample Haste natürlich nice. Und hier wäre, oh, das wäre sogar ein Goblin gewesen. Das wäre ja noch schlimmer. Den hätte ich auch sehr gerne im Draft gesehen. Den hätte ich instant gespielt. Sehr gute Ankommen in Rot. Oh, zu guter Letzt Bard Clair ist leider ein bisschen useless. Der Innkeeper ist ganz nice, vor allem in den Celestia Life Gain Decks. Dann haben wir hier coole Removal mit Minimus Containment. Natürlich das Mana, das zusätzlich, das mein Gegner schenken kann, ab und zu backfiren. Hab ich auch schon mal ein paar Mal gesehen. Also sowohl für als auch gegen uns. Thieves Tools ist ganz feine Karte. Gnoll Hunter in den Gruul Decks oder auch in Rakdos ganz. Also ein Gruul Deck am besten, aber auch ein Rakdos ganz passabel. Und Improvised Weaponry kann man natürlich auch immer zocken, to damage und dann einen Treasure dafür zu kriegen. Das ist nicht das Schlechteste der Welt. So, wie sind wir hier aus? 18%. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und bis dahin, sage ich mal, macht's gut, haut rein, Eule, servus.